Deine Augenlider werden schwer. Du wirst ganz müde. Deine Pfoten schlafen ein. Du bist jetzt keine Katze mehr. Du bist ein Krapfen. Was machst du da? Hey, was ein Schreck. Du solltest eine Glocke um den Hals tragen. Was geht denn hier vor? Ach, ich wollte Lucky nur beibringen, die Uhrzeit zu lesen. Zeig mal, Billy, was du gelernt hast. Du wolltest ihn hypnotisieren, nicht wahr? Na schön, du hast uns ertappt. Ich dachte, so wird er besser mit seinem Raucherproblem fertig. Also, ich glaube, es wird Zeit, dir die Regeln der Hausordnung ins Gedächtnis zu rufen. Regel Nummer 1. Wir essen niemals ein Mitglied der Familie. Waren die Katze-Gabel-Witze echte Klassiker. Mindestens so stark wie eure Ostfriesen-Witze oder die Gags aus Schottland. Die meisten davon sind zum Weinen. Als ich unseren Lucky das letzte Mal gesehen habe, hast du ihm gerade beigebracht, wie man die Zeit abliest. Was glaubst du denn, wo die Hamburger herkommen? Vom Supermarkt. Hört ihr nicht, was ich sage? Seid ruhig, ihr verängstigt meine Katze. Jetzt ist es aber genug. Wisst ihr, das ist eine komische Geschichte. Er war die ganze Zeit in Ockmanics Keller. Also da kommen wir uns wohl jetzt etwas komisch vor. Dafür haben wir jetzt zwei Katzen. Null Problemo. Du fühlst dich ganz müde. Du hast es gut, Lucky Mouse. Oh ja. Haha. Wer hätte gedacht, dass der Tag kommen würde, wo es mir erlaubt ist, dich zu füttern, ja? Haha. Augenblicklich bin ich völlig unangreifbar, sozusagen. Augenblicklich würde ich glatt mit einem Mord durchkommen, sozusagen. Augenblicklich könnte ich zum Beispiel rüber zum Kühlschrank gehen, schnapp mir zwei Scheiben vom köstlichen weißen Toastbrot und ein bisschen Mayonnaise und mach mir ein schnuckliges SLT. Schinken, Lucky und Tomaten. Ja, das könnte ich machen. Und niemand würde sich trauen, auch nur mit dem Finger auf den ollen Alf zu zeigen. Nee, die würden eher Willi die Schuld zuschieben, bevor sie mich verdächtigen. Hm? Ja, das könnte ich machen. Aber ich tue es nicht. Und warum tue ich es nicht? Weil sie mir blind vertrauen. Hm? Aber verlass dich nicht allzu sehr darauf.